willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Warte mal, ich muss mich mal kurz umstellen. So, und warum? Seht ihr das? Der Wipfelmann. Ich möchte heute gucken, Döner für 3,50 Euro. Wo gibt's das denn noch? Natürlich hier beim Wipfelmann. Nein, das nicht. Der steht nur so da. Denn den Döner gibt's eigentlich da drüben beim Sarai Grill. Und Sarai Grill kennt ihr vielleicht noch vom Geburtstag. Am Geburtstagsvlog haben wir nämlich, als wir Pizza geholt haben und alles, am ersten Abend beim Sarai Grill bestellt, dort mitgenommen. Und ich glaube, am zweiten Tag, das Zeug war auch vom Sarai Grill. Da hat der Bo auch seine super geniale Pizza nur Döner mit Weichkäse und Oliven hergehabt, die richtig genial war. Ich muss euch aber noch das Schild zeigen, dass ihr mir glaubt, dass es hier wirklich Döner für 3,50 Euro gibt. So, hier seht ihr nochmal ganz groß Sarai Grill und hier auch die Aktion, die dran steht. 3,50 Euro Döner Aktion, Samstag, der 28.09.2024. Hier ist nämlich irgendwie so eine Veranstaltung, hier gibt es auch einen kleinen Flohmarkt, hier gibt es einen Hüpfburg, hier gibt es dann Bier. Hier hinter mir gibt es auch Bier, hier wird Musik gespielt und ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal einen Döner hatte. Ich glaube, einen Hot-Döner mit Jalapenos, ja, aber ich möchte jetzt einfach nur mal 3,50 Euro Döner testen und gucken, wie der schmeckt und ob man da auch Jalapenos drauf machen kann oder ob er dann teurer wird oder ob du einfach heute Döner, egal welchen, du einfach nimmst. So, nochmal ein paar Infos für euch. Also das ganze Ding, hinter den Bauzaun schauen, war das Gewerbegebietsfest. Ja, was das genau ist, kann ich euch aber auch nicht sagen. Dann ist es, ich will doch gar keine Erklärung dazu. Jetzt muss ich es rausschneiden, jetzt bin ich wieder raus. Es soll doch lustig sein und nicht informativ. So, nachdem ich meine Freundin verprügelt habe mit dem Gewerbegebietsfest Flyer, versuche ich jetzt wieder zum normalen Geschehen überzugehen. Ich war beim Sarai Grill und nochmal, da haben wir am Geburtstag dieses Jahr Pizza bestellt. Da gab es auch die Pizza nur Döner. Habe ich jetzt auch gesehen, habe ich gleich der Bo ein Bild geschickt. Es hieß dann, jeder normale Döner kostet also heute 3,50 Euro. Normal würde der Döner 6 Euro kosten. Heute 3,50 Euro, das ist ja schon mal gut. Ich wollte aber unbedingt einen Döner mit Jalapenos. Der würde 6,50 Euro kosten. Und sie haben mir den trotzdem für 3,50 Euro gemacht, weil ich so süß bin, hieß es. Also ich stand da rum und war dann traurig und dann gesagt, komm, eigentlich Standard, aber mach mal auch so. Zum Dank habe ich mir, weil es ein bisschen gedauert hat, noch ein Bier gesucht. Ein Wartebier, dieses Watzdorfer Schwarzbier von der Erlebnisbrauerei. Das ist cool, das kenne ich nicht. Hat er gesagt, 3 Euro, dann kam der andere, nee, ist ein kleines, kostet nur 2 Euro. Da gab es nämlich sonst nur Becks und alles andere, aber das ist gut. Das hat jetzt einfach nur 2 Euro gekostet. Das trinken wir uns mal schnell rein, bevor wir zum Döner kommen. Hey! Oh. Mann, ist das kalt und hat so eine richtige, also eine Malznote, so eine dunkle Malznote im Abgang. So ein Schwarzbier, finde ich gut. Wie viel hat das? 5,1, 0,33 Liter, das knallt schon. So, stellen wir es wieder hier hin. Ich habe noch hier so Carolina Reaper Pulver dabei. Ich habe zudem gesagt, alles drauf, extra scharf, Jalapenos, na klar. Mach richtig scharf. Er hat gesagt, welche Soße? Ist egal, was habt ihr denn für Soße? Tzatziki, Joghurt und Cocktailsoße. Die Cocktailsoße wäre wohl ein bisschen scharf. Aber ich sage, dann machen wir halt mal Cocktailsoße. Obwohl jeder andere Mensch euch sagen würde, nehmt niemals Cocktailsoße auf Döner. So, das ist jetzt der Döner. So sieht er gerade aus. Ich weiß leider nicht, wie gut ihr das seht. Es ist halt, die Sonne blendet. Der Bildschirm ist fast nur schwarz. Ich mache einfach mal ein Foto jetzt für Instagram. So. Und dann kann ich den jetzt in Ruhe essen. Also erstmal reinbeißen und probieren, wie der schmeckt. Und dann kann ich euch noch eine Geschichte erzählen. Also der erste Biss ist sehr göttlich, muss ich sagen. Ich habe schon ewig, glaube ich, keinen Döner mehr gegessen. Der schmeckt gerade richtig gut. Aber du merkst schön das Kraut. Das Kraut ist auch schön fest. Das wirkt frisch, das wirkt bissig. Das Fleisch ist jetzt eben gerade erst knusprig geworden und frisch abgezogen. Die Cocktailsoße wirkt gut.
Kenne ich so nicht. Passt wunderbar. Insgesamt scharf finde ich es jetzt gerade nicht. Aber dafür haben wir jetzt unser Carolina Reaper Pulver, wo wir hier ein bisschen was drauf machen können. Einfach mal quer über den ganzen Döner und dann nochmal abbeißen. Den werde ich mir jetzt schmecken lassen, glaube ich. Das Gute ist, immer wenn ich abbeiß, fällt irgendwas runter und fällt auf Pupsis Auto drauf, beziehungsweise schmiert hier an der Seite so rum. Das merkt ihr aber gar nicht. Jetzt haben wir zweimal abgebissen. Da braucht man dann natürlich wieder Carolina Reaper Pulver. Da freut sich der Obibo, der hat mir das nämlich geschenkt. Ich sag, muss man auf Döner machen, auf Döner passt das wunderbar. Merke ich jetzt auch. Es hat auf jeden Fall Bums, du merkst was. Da ist Schärfe da. Ich finde den Döner auch wirklich gut. Würde ich mir auch für 6,50 vielleicht mal holen, meine ich natürlich. Und das Beste, mit dem ich bezahlt habe und alles und dann gehen wollte, ich habe meine Kamera dann schon mal rausgepackt, habe mir da die Flyer noch mitgenommen, hieß es dann auch, machst du YouTube? Schreib mal deinen Kanal auf. Da habe ich auf so einer Serviette noch meinen Namen drauf geschrieben, dass sie dann mal nachschauen wollen. Also wenn das Reihteam das Video sieht, Grüße gehen raus. Wirklich guter Döner, danke für das Catering am Geburtstag dieses Jahr, wo wir bestellt haben und dann an der Werra gefeiert und gegessen haben. Aber da sind die Leute hergelaufen und haben das hier abgeholt. Also, falls ihr euch noch erinnert, irgendwann im Sommer kam da einer mit langen roten Haaren und einer Mütze auf. Das war der Fahrer und der Bo war auch dabei. Und die haben ganz viel Pizza bei euch mitgenommen, für uns und für die Gäste. Möchtest du mal probieren? Da ist Carolina Reaper Pulver drauf. Aber wenn ihr da in die grüne Jalapeno reinbeißt. Oh, Pupsi probiert gerade den Döner. Und jetzt habe ich nichts zu trinken. Boah, bist du verrückt, sagt die. Aber an sich der Döner echt gut, oder? Oh. Ich glaube, die stirbt gerade. Jetzt muss er das Auto aufmachen. Pupsi hat sich gerade ein Vanille-Latte Macchiato aufgemacht, der nicht hilft. Aber ich weiß, was hilft, wenn man sich noch ein bisschen Carolina Reaper Pulver da drauf macht und dann abbeißt. Alter Schwede, sagt sie. Wisst ihr, was ich gut finde, wenn Leute sagen, du bist verrückt oder du hast einen Schaden? Nur weil man gerne ein bisschen spicy ist. Ich will dich nicht umbringen. Ich habe extra nur das kleine Loch genommen bei der Öffnung von dem Pulver. Damit nicht so viel rauskommt. Was denn? In meinem anderen Döner-Video habe ich alle Löcher probiert, selbst das große Fach, wo der ganze Klumpen rauskam. Da hängt Döner am Auto, genau. Das kann ich ja damit zeigen, wenn ich fertig bin. Für den Preis und den Geschmack müsste man sich direkt gleich noch einen holen. Finde ich wirklich mega genial. Gut, Punkt Abzug gibt es, weil keine Serviette dabei ist und ich das Auto noch sauber machen muss. So, Pupsi hat den ganzen Becher getrunken, aber das Brennen hört nicht auf. Sie sagt, ihr laufen die Tränen runter. Aber guckt euch mal das Auto an. Da sind Soßenflecken, da sind Zwiebelreste. Hier ist was mit Schaf. Hier ist auch Soße dran. Hier unten ist leider noch irgendwas vom Fleisch runtergefallen. Das gute Hähnchenfleisch. Aber den Döner fand ich wirklich genial. Also Daumen hoch für den Sarai-Döner mit Jalapenos für 3,50 Euro.
hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war alles, was mich an dem Gewerbefest interessiert hat. Einfach nur der Döner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Pupsi freut sich auf jeden Fall auf das Ergebnis, dass der Döner so toll war. Auch ein bisschen scharf. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.